Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem The Sacred Stones in der Wüste von Yhana mit einer riesigen Armee von Grado, gegen die wir uns zur Wehr setzen dürfen. Juhu. Aber gut, wir sind immer noch hier in diesem Gefecht und ich kann Ihnen sagen, das wird noch ein ziemlicher Spaß werden hier. Was haben die eigentlich noch? So haben die eigentlich irgendwas anderes noch Gefährliches? Was ich gerade mal so sehe, habe ich gerade im letzten Part vergessen. Ach ja, stimmt, der gute Schamane, den ich nicht killen darf. Du hast Luna. Okay, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Aber wegen dem Freund muss ich jetzt gleich in das Dorf gehen. Das kann ich zum Glück mit ihm. Warte mal. Das Problem ist gleich, wenn der Luna-Typ da kommt. Da habe ich Angst. Da habe ich richtige Angst vor dem Luna-Typ. Weil ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, worin sich Knoll auszeichnet. Sie sehen es. Null Glück. Null Glück. Ja, das will was heißen, nicht wahr? Ja, der gute Knoll ist eigentlich zu nichts zu gebrauchen für meine Begriffe. Und Ephraim ist auf 15. Und ich glaube, der hatte die gleichen Sachen, wie als wir ihn verlassen haben, glaube ich. Elixier, Heilmittel, Stahllanze, Meisterlanze und Regen Life. Also das sind, ja, das ist doch was Gutes ist, würde ich sagen. Hat ja gerade frisch Imperator Vigarde besiegt. Naja, gut, wenn man mal zurückdenkt in dem einen Ding da. So, dann muss ich mal gucken hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie nicht auf Knoll gehen. Weil, wie gesagt, wenn sie die anderen zwei angreifen, dann bin ich, dieser Schamane, finde ich das ja in Ordnung. Aber gut, wir besuchen jetzt erstmal das Dorf. Die Hanne von Yhana ist gefallen. Ich frage mich, was das Königin Ismail geworden ist. Ihr da, nehmt dies und tut etwas Gutes damit. Du erhältst ein Meistersiegel. Ja, ein richtig geiles Ding, würde ich sagen. Denn das Meistersiegel für einige Einheiten am Level 10 noch ohne Klassenwechsel. Ja, wir können jetzt tatsächlich sagen, wir entwickeln jetzt einfach mal so Knoll. Ja, das würde nämlich gehen, trotz ohne Leitstern. Könnten wir jetzt sagen, nö, ich entwickle jetzt den guten Knoll. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich entwickle jetzt den guten Knoll. Aber nee, das werde ich natürlich nicht tun, weil wir ja noch hier ein bisschen weitermachen sollen. So, die erreichen mich alle nicht in der Nähe. Okay, und auch die, denke ich mal, nicht in der Nähe. Muss ich aber aufpassen hier, weil die könnten... Oh, was hast du? Okay, der hat Schlaf. Da muss ich wieder aufpassen vor. Ich hasse dieses Dreckschlafding, aber okay. Im Übrigen fällt es mir gerade so ein, ich habe hier noch eine andere interessante Sache an dieser Map noch gar nicht erzählt. Das sieht schön aus. Und zwar, eine andere Tatsache an dieser Map ist richtig geil. Man kriegt hier einige coole Sachen, kann ich Ihnen sagen. Einige richtig geile Sachen kriegt man in dieser Map, die nämlich im Sand versteckt sind. Vielleicht erinnern Sie sich noch an mein erstes Fire Emblem LP, da gab es ja auch sowas. Und ich meine, mich zu erinnern, dass hier oben gibt es beispielsweise eine Silberkarte, mit der man, Sachen zum halben Preis kaufen kann. Hier unten gibt es das, was auch dieser Freund hier hat, diesen Langstreckenangriff, nämlich Eclipse gibt es hier unten. Und ich glaube, wenn ich mich nicht entsinne, gibt es dann irgendwo, ich glaube bei hier sogar, gibt es noch einen Killerbogen, also so einen Meisterbogen. Ich glaube hier sogar einen Würmtöter, also diesen Schwert, was gegen Vivian effektiv ist. Was es hier gibt, weiß ich gar nicht mehr. Oder hier. Ich weiß noch, hier bei Selach gibt es, glaube ich, einen Teleportstab. Was richtig cool ist. Aber sonst, bin ich jetzt gerade sonst nicht, weiß ich dann erstmal nicht, was es hier noch gibt, würde ich so sagen. Gut, aber jetzt sind wir hier erstmal noch hier weiter dabei. Ich würde sagen, ich denke, das sollten die zwei, wobei wir könnten ja auch eigentlich, Irika dahin schicken. Ja, genau, ich würde sagen, wir schicken Irika dahin. So, dich machen wir jetzt erstmal schön mit, Naimi weg. Das sieht sehr gut aus. Dann machen wir das mal mit Naimi. Hättest du nicht beim ersten Mal schon direkt kritten können? Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu langsam sagen soll. Ich weiß es nicht. So, und ich würde sagen, die zwei Freunde machen wir dann mit, mit Cormac und mit Vanessa weg. Aber sehr leicht. Sehr leicht und easy. Ja, das sieht gut aus, würde ich mal so sagen. So, und das sollte doch auch, denke ich mal, ja, sehr schön. Das klappt doch auch sehr gut. Machen wir so. Autsch. War natürlich klar, dass er mich mit seinen 48% trifft. Das war natürlich klar. Naja, was soll's.
Gut, ich würde sagen, mit Kolm kann ich mir schon mal hier oben hinbegeben. Schon mal die Silberkarte holen. Und mit dir, ja, ich würde sagen, du gehst auch mal mit hier unten hin. So, und du gehst dahin. Muss ich irgendjemanden heilen? Joshua. Ja, für die drei. Aber gut, dann kriegt sie zumindest jetzt ihr Level ab und kann sich gleich weiterentwickeln. Und ich werde sie eigentlich dann jetzt zu einer Klasse entwickeln, die eigentlich hier in dieser Wüste sehr unvorteilhaft ist. Aber wie gesagt, später wird das sehr... Wow, ein Glückspunkt. Ein Glückspunkt kriegt sie nur dazu. Wow, das hätten eigentlich bitte noch ein bisschen bessere Sachen können. Fähigkeit hätte ich schon cool gefunden. Oder Verteidigung. Naja, was soll's. Aber wie gesagt, ich hab's ja schon im letzten Part erwähnt. Die gute Dame wird jetzt zu einer... Ja, zu einem... ja, zu einer Walküre gleich werden. Und ich würde sagen, das ist eine coole Sache. Nur die einzige Sorge, die ich jetzt Angst habe, ich muss jetzt auch gucken, dass ich irgendwie nach links komme, weil hier sind ein paar Freunde. Okay, nein, nee, der Schamane hat noch nicht angegriffen. Und warum habe ich dir noch den Klingenmeister gegeben? Ich wollte eigentlich dir wieder eine Eisenaxt geben. Super. Da habe ich nicht aufgepasst. Naja, gut, dann gibt es doch jetzt gleich mal ein bisschen... Eieiei, also Sie sehen, der krittet einfach mal mit 12 Punkten. Das wäre natürlich krass, würde ich sagen. Gut, ich denke mal, Knoll würde den jetzt killen. Aber ich werde in meinem Hauptteam den guten Knoll nicht nutzen. So viel kann ich Ihnen sagen. So viel kann ich Ihnen, denke ich mal, soweit sagen. Ich werde jetzt gucken, dass ich mit Ephraim auch soweit das meiste hier tun werde. Nur ich wollte das meiste Siegel haben, bevor dieser dreckige Bandit da kommt. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Mehr Verstärkung. Heieiei. Eieiei, also das gefällt mir hier weniger. Deswegen würde ich mal direkt sagen, du gehst dich jetzt mal hier hinstellen und du nutzt deinen Leitstern. Genau, ja, ich weiß, dass ich es nicht nutzen kann, aber wir werden jetzt ihren Leitstern verwenden und dann kann sie es ja nutzen. Und wie gesagt, es wäre eigentlich, ich weiß, es wäre effektiver, sie zu einem Bischof zu machen, wegen der Exorzistfähigkeit. Aber ich will ja, wie gesagt, alle Einheiten zeigen, so gut es geht. Deswegen wird sie zu einer Walküre. Ist gut, ich könnte natürlich auch sagen, das werde ich bei Learshell machen, aber ich weiß nicht, ob ich da so die Energie habe, tatsächlich sie auch nochmal so weit aufzuleveln. Deswegen wird definitiv Natascha eine Walküre. Ja, und ich muss sagen, die Werte gefallen mir. Und neue Fähigkeit, Blitzmagie. Und deswegen habe ich ihr ja auch ein Blitzding gegeben schon. Okay, ja, Blitzmagie, was sie auch dann ausgerüstet hat, sehr gut und ja... Ich glaube, sie hat zwei Verteidigungspunkte bekommen. Ja, das ist in Ordnung. So, und du wartest hier natürlich. So, was machen wir dann hier? Kolm, du gehst erstmal hier hin und, ja. Oh, du hast die Draco-Axt. Die hätte ich gerne in den Vorrat gegeben. Oh. Ich würde mal langsam sagen, du brauchst mal wieder ein paar Schwerter, aber du bist eine weiterentwickelte Unit. Da habe ich keine Angst vor. Und sie sehen es mit einem Dieb. Ja, dann gibst du die Draco-Axt ab. Mit einem Dieb ist es sehr von Vorteil, weil man mit einem Dieb zu 100% die Sachen bekommt. Man kann auch mit anderen Einheiten da kommen, die Sachen, aber das ist vom Glück abhängig. Ein Dieb kriegt aber zu 100% die Sachen. So, und das mache ich mit, ja, der Stahllanze. Ja, mit der Stahllanze ist der Safe weg. Mit einem Schlag. Ah, Cormac und seine richtig krasse Angriffs. Seinen richtig krassen Angriff. Das ist eine coole Sache. So, Naimi, du gehst mal in das Haus, würde ich sagen. Auf die höchsten Generäle in Gradus Armee. All die höchsten Generäle in Gradus Armee erhalten Titel, die nach Edelstein benannt sind. Derzeit kämpfen 6 Edelsteine in den Diensten des Imperators. Selach, das Tigerauge, kommandiert die Streitkräfte, die nun hier kämpfen. Der Mondstein Walter nimmt ebenfalls an diesem Kampf teil. Glenn, auch bekannt als der Sonnenstein, starb in den Bergen von Karkino. Selena... Flussbart wurde im westlichen Grado getötet. Dunel, den man Obsidia nennt, wird vermisst. Der Blutberühl, dessen wirklicher Name Reef ist, wird auch vermisst. Hm, wo ich das alles weiß? Ich weiß, ich mag jung und naiv erscheinen, doch es ist dies meine Aufgabe. Ich bin hier, um diese Informationen weiterzugeben und euch zu helfen. Und es handelt sich auch um gute Informationen. Verschwendet sie also nicht. Ja. Keine Ahnung, was das soll, weil wir wissen schon, wie diese ganzen Freunde hier heißen, aber okay. Lass ich mal so stehen. So, Ephraim, ich würde sagen, du kümmerst dich um den Freund. Auch wenn ich im Waffennachteil bin, aber ich würde sagen, mit der Meisterlanze dürfte ich den treffen und wahrscheinlich auch killen. Und sowieso kritten. Von daher, wie gesagt, Ephraim, nicht viel Spaß. Und da Ephraim natürlich eine der wichtigsten Units in dem Spiel ist, werde ich natürlich auch Ephraim natürlich auch nutzen.
Und natürlich gucken, dass ich ihn so schnell wie es geht aufleveln kann, was, denke ich, mal klar sein sollte. Okay, und Knoll, du gehst dahin. Wie gesagt, ich kann es Ihnen mal zeigen. Ich könnte jetzt, wenn ich Bock hätte, direkt das Meistersiegel verwenden und ihn zum Druiden oder Beschwörer machen. Aber das mache ich nicht heute. Vor allen Dingen, weil ich das Meistersiegel vielleicht eher auch für jemand anderen nutzen möchte. So, ich würde sagen, du gehst dahin, du greifst aber nicht an, weil das mache ich mit Evan. Ja, und da können die mich auch nicht treffen, was ich gut finde. Nur nochmal gucken vor den Wyvern, weil vor denen habe ich Angst. Geschweige denn vor den Freunden. Deswegen, Gilliam, du sollst auch mit runter. Dich brauche ich auch hier unten. Ha, zum Glück doppel ich auch mit Donner. 16 mal 2, warte mal, das ist 13 mal 2, nee, dann Donner. Ich hoffe nur, dass du triffst, Evan. Okay, das war schon mal ein Treffer, das finde ich gut. Und das war auch ein Treffer, das finde ich noch besser. Sehr schön. Gut, das wird natürlich mit ihm noch ein bisschen Spaß werden, ihn zu leveln, weil er gerade mal erstmal auf 8 ist. Aber okay. So, was mache ich jetzt hier für einen Spaß? Ich würde sagen, du gehst mal hier hin, aber wie gesagt, ich will nicht, dass du angreifst. Sondern du sollst angreifen. Warte mal, haben die irgendwas Gefährliches oder so? Oh, du hast einen Hammer. Okay, damit machst du wahrscheinlich ordentlich Schaden. Aber sonst haben die nichts Gefährliches. Dann würde ich sagen, ich gehe auf den Freund. Oh, du doppelst die nicht. Das gefällt mir dann eher weniger. Dann würde ich sagen, dann gehst du auf den Freund. Dann killst du den zumindest. Ah. Natürlich musstest du kritten, Arthur. Natürlich. Da gab es jetzt auch keine andere Möglichkeit. So, wahrscheinlich wird der dann auf Arthur gehen, aber das ist mir dann auch egal. Oder die gehen beide auf sie. Das könnte natürlich auch sein, dass die beide auf sie gehen. Aber ich denke, sie als weiterentwickelte Unit sollte da eigentlich nicht das Problem sein. So, und du nimmst, wie gesagt, jetzt... Die haben keine Langspänne, nee, Stahlanze, okay. Da brauche ich dann keine Angst zu haben. Dann kriegst du wieder deine Eisenaxt. Gut. Ja, das Kapitel nimmt Fahrt auf, würde ich sagen. Okay, das ist schön. Das sind wieder schöne Erfahrungspunkte für Evan. Ja, oder auch nicht. Ich sag ja, selbst mit seinem Stahlschwert schafft es Franz, die zu doppeln. Naja, gut, aber er kann ja auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte benötigen. Ja, gut, den Treffer hat mir schon wieder weniger gefallen. Aber okay, jetzt muss ich nur gucken, weil ich denke, diese Reiter, die werden sich zu mir bewegen. Und da muss ich aufpassen. Boah, und dass der noch 10 mit seinem Hammer macht, das finde ich natürlich auch krass. Boah, und so wenig Erfahrungspunkte kriege ich, ey. Aber ich finde es gut, dass sie auf Ross gehen. Bis nur weniger, dass der getroffen hat, aber okay. Aber diese Kämpfer, die haben eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf. Muss man mal ihn lassen. Okay, du gehst auf Vanessa, aber die weicht aus. Überrascht mich jetzt so ein bisschen, zumindest, dass der auf Vanessa geht. Ja, wobei, ich glaube, der hatte ja nur die Möglichkeit, auf Natascha zu gehen. Und ja, ich habe sie auch extra noch in die Jehana-Halle bestellt. Eieiei. Das hätte dennoch wehgetan, wenn er getroffen hätte. Hätte ich nicht erwartet, aber okay. Da wirst du aber jetzt erledigt. Dafür ist der aber jetzt der erledigt. Oh Gott, und die Kavallerie, die bewegen sich in Ephraims Richtung. Gut, mit der Regenleiflanze habe ich natürlich kein Problem mit denen. Vielleicht tue ich das auch sogar. Warte mal, wie weit kommt ihr? Gar nicht mal so weit, alles klar. Wobei, der eine ist schon sehr geschwächt. Wahrscheinlich wird er sich heilen gehen. Mal gucken. Ich würde erstmal sagen, Evan, du killst den Freund. Naja, wenn du nicht Auswahl, wenn du natürlich treffen würdest. Also das verstehe ich an Evan nicht tatsächlich, weil mit 86 habe ich irgendwie das Gefühl, dass Evan so eine Einheit ist, der irgendwie da irgendwie ein Fable hat, da so aus, da nicht zu treffen. Warte mal, hast du eigentlich, nee, du brauchst noch dein letztes Level ab. Ich hoffe, das kriege ich noch. So, ich würde sagen, Vanessa, du kannst auch mal damit oben nach hoch gehen. Warte mal, nur kurz gucken, dass der mich noch nicht trifft, weil das könnte vielleicht doch ein bisschen schmerzhaft sein. Ja gut, wird nicht getroffen. Ja, und ich denke, das sollte natürlich auch jetzt nicht das große Thema sein, hier wieder mich um die Freunde zu kümmern. Aber dann mache ich das doch lieber mit der Eisenlanze, weil dann weiche ich noch ein bisschen besser aus. Hättest du das nicht direkt schon wieder zum ersten Mal machen können? Oh, ich verstehe das echt nicht hier. Warum immer beim zweiten Mal gekrittet wird? Also das ist etwas, was ich in diesem LP echt nicht verstehe. Das habe ich in sonstigen Fire Emblems eigentlich ja nicht häufig, dass sie dann immer erst meinen, beim zweiten Mal zu kritten, wo es absolut unnötig ist. Also gut, wenn man nicht gerade Joshua heißt und sowieso schon eine übertriebene Kritrate hat, aber ansonsten
Also man kann das, glaube ich, an einer Hand abzählen, wann sie mal nicht direkt gekritzt haben. So, und ich würde sagen, die stelle ich, glaube ich, mal oberhalb des, Händlers hin. Da kannst du ja auch mal was einkaufen, würde ich sagen. Warte mal, wie sieht's aus? Ja, du brauchst noch ein bisschen. Oder warte mal, ich würde sagen, du killst den Freund. Ja, du kannst es benötigen, Arthur. Du kannst das benötigen. Wobei ich auch überlegt habe, Arthur nach unten zu schicken. Aber ich denke, wenn der vielleicht noch von dem Freund angegriffen wird. Was hat er denn? Stahllanze. Ja, mal gucken. So, dann kannst du ja mal schon mal die zwei Freunde noch anlocken. Ja, das wäre eine gute Idee. Ich hoffe, die Magier kommen noch nicht. Aber ich denke mal eher nicht. Genau, mit deinem Klingenmeister. Ich glaube, die hat jetzt nichts Gefährliches, ne? Nee, aber sowas von nicht. Ja, und ich würde sagen, ihr zwei könnt ja mal eure Unterstützung weiter vorlieb nehmen. Wobei, kriege ich mit Purgativ. Ja, dann werde ich Franz heilen. Der erste Healung aus der Distanz mit der Valkyrie Natascha. Ist eigentlich schon fast eine Verschwendung für den Purgativstab, aber nur um mal sicher zu gehen. So, ja, soll ich dich da mit Franz killen? Ja, doch, dann kill ich dich mit Franz. Warte mal, wie weit brauchst du noch? Ja, vielleicht kriegst du dann dein Level up. Das wäre cool, wenn du dein Level up dann bekommst. Würde mich freuen, Franz. Ja, natürlich nicht. Natürlich fehlen ja noch 4 lächerliche Erfahrungspunkte. Na gut. So, wer muss noch? Ach so, die Freunde hier. Ja, dann würde ich mal sagen. Ah, wobei die Freunde mir jetzt auch Angst machen. Na gut, aber ich weiß nicht, wo. Wobei, warte, ich darf mich nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Dann werde ich das so machen. Dewnail. Du nimmst deine Silberlanze und rettest den guten Freund. Und dann stelle ich mich auf das Haus. Weil auf dem Haus habe ich auch noch ein bisschen Ausweichrat. Und dann werde ich mich erstmal nach hier in Bewegung. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass hier von links unten auch noch irgendwann Unterstützung kommt. Oder Verstärkung, besser gesagt. Das ist ziemlich eher eklig. Das ist ziemlich eklig. Oh, und wir haben den Wurmtöter erhalten. Coole Sache. Auch da war der da links. Okay. Alles klar. Finde ich cool. Ja, den gibst du dann mal in das Vorrat, weil den brauche ich mit ihm nicht. Kann ja den sowieso nicht nutzen. Ja, und der ist sowas von tot, kann ich Ihnen sagen. Und natürlich wieder, ne? Also, was soll ich dazu sagen, ey? Natürlich wieder beim zweiten Mal. So klar. Ist natürlich so klar. Gut, das muss ich ja weniger sagen. Ross killt die mit einem Schlag, sodass sie überhaupt nicht doppeln können. Auch nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, gute Nacht, meine Freunde. Gute Nacht, ihr komischen Myrmidonen. Ja, okay, du gehst wieder auf Vanessa, das war klar. Das war natürlich klar. Okay. Ja, ist auch gut dabei. So, und du gehst natürlich auf Arthur, das war klar. Autsch. Und natürlich triffst du, das war natürlich auch klar, irgendwie. 50 Verteidigung. Hatte ich da irgendwie nicht gerade ein bisschen mehr gehabt? Ich weiß es nicht. Naja, was soll's. So, Level 18 und nur ein Fähigkeitspunkt. Wow. Ich bin geflasht. Ich muss echt sagen, ich bin geflasht. Okay. Ja gut, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Dewnail. Oh, tust du nichts. Das finde ich gut. Das tust du sogar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, er würde die killen. Alle nacheinander, aber das tust du sogar gar nicht, Dewnail. Du bist da zu langsam, das finde ich gut. Weil wie gesagt, die Level-Ups, die soll zumindest Ephraim dann kriegen. Wenn ich es schon nicht schaffe, ja, du gehst mal hier hin, wie gesagt, Dewnail. Du gehst mal hier hin und wie gesagt, ich muss erstmal hier fliehen, weil, ja, wie gesagt, wenn hier die ganze Verstärkung kommt, das habe ich nicht so große Lust davor, sagen wir es mal so. Da habe ich dann nicht so die größte Lust. Wobei, ich kann ja schon mal dich killen. Ja. Die kommen da nicht hin, ne? Ne, die kommen da nicht hin. Dann würde ich sagen, ich kann ja dich schon mal killen. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wir können schon mal Ephraim unterstützen, dann da, wenn die ganzen Kavallerie. Sehr schön. Da auf ihn gehen wollen. Level 9. Oh ja, das ist. Ja, gut, Verteidigung wäre noch cool gewesen, aber. Ja, kann man auch mit arbeiten, würde ich sagen. So, mit Gilliam habe ich natürlich richtig das Problem, hier mich zu bewegen.
Aber gut. So, ich würde mal sagen, wir können uns jetzt auch schon mal um einen der Freunde kümmern. Cormac, ich würde sagen, rüste dir mal deinen Drakenspeer aus. Ich glaube, jetzt kommen auch alle anderen hier an. Ne? Wobei, der hier nicht. Der hier kann doch nicht hinkommen. Alles klar. Dann gucke ich mal kurz. Okay, ein bisschen kann ich mich noch bewegen hier. So, und hier ist gar keiner mehr. Dann würde ich sagen, ihr könnt erstmal hier runtergehen. Und Arthur werde ich natürlich heilen. Nur wie gesagt, bis ich mich um unsere zwei Freunde kümmere, wird es noch ein bisschen dauern. Weil wie gesagt, Selach und der andere Freund da, die sind schon ein bisschen böse. Sagen wir es mal so. Ja, dann würde ich auch sagen, kannst du auch noch erstmal hier wieder zurückgehen. Ja, und Joshua, du darfst hier schön bleiben. Ja. Boah, das sind so viele Einheiten hier noch. Oh, der will sich heilen. Oh, wie süß. Ja, und du bist sowas von tot. Aber doppelt und dreifach bist du tot. Und dann krittet der auch noch, ey, Comic. Also, ich habe ja Comic nicht oft benutzt eigentlich. Beziehungsweise, ich habe den eigentlich sonst nie benutzt. Aber, also, ich muss echt sagen, Comic ist echt eine geile Einheit. Also, Vivern-Ritter sind sowieso schon immer richtig geil. Egal in welchem Fire Emblem. Und ich muss sagen, Cormac ist echt eine ziemlich geile Einheit. Gut, aber nur man sieht jetzt auch, in Ephraims Route habe ich ihn viel eher gekriegt. Das merkt man da jetzt schon. Boah, und jetzt muss ich mir überlegen, kriege ich das mit Ephraim hin, die ganzen Freunde hier zu killen? Muss ich mal gucken hier, weil das sind da doch einige. Okay, und da sind noch auf Dunay gehen können, wobei ich noch kurz... Ja, okay, der Magier kann sich nicht so weit bewegen. Weil ich muss Dunay so ein bisschen hier aus der Schusslinie nehmen, weil das ist doch ein bisschen gefährlich hier. So, und ich glaube, dann dürfte nur noch ein Magier, ein Reiter übrig bleiben. Da brauche ich dann auch nicht vor. Warte mal, wie viel? Okay, der hat eine Langspeer. Das ist natürlich eklig. Stahllanze, ein Angriff 19. Und du hast eine Verteidigung von 5. Das ist mir doch ein bisschen... Eigentlich wäre mir das zu gering. Aber dann komme ich nicht mit Ephraim daran, ne? Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof. Weil wenn der mit seiner 10, wenn die da mit ihrem Ding da treffen, das ist mir dann doch ein bisschen eklig, würde ich sagen. Das finde ich dann doch so ein bisschen eklig. Also als erstmal würde ich dann doch sagen, mit Ephraim kill ich den Freund. Ich sagte, mit Ephraim kill ich den Freund. 94! Ephraim ist dabei, den Rekord zu brechen. Den Rekord, was das angeht, habe ich immer noch mit dem guten Riken aus Fire Emblem. Ja, dann würde ich sagen, stell Ephraim hier, nicht Ephraim, sage ich jetzt schon, Evan. Evan und Ephraim, meine Güte, so ähnliche Namen. Nee, stell dich hier hin. So, den habt ihr noch nicht, den Support. Naja, gut, ist auch für mich okay. So, da könnt ihr mal den guten Gilliam. Oder wo? Gilliam? Ja, nee. Du sollst angegriffen werden von den Freunden, damit die sich noch schön schädigen. Du hast einen Langspeer. Dann kannst du ja mal deinen Kurzspeer ausrüsten, Franz. Das wäre eine gute Idee. Ja, und du hältst dich in Stellung. Das wäre gut. So, und ich würde sagen, den locke ich jetzt hier auch noch her. Den Freund mit dem Drakuspeer, den locke ich jetzt hier auch noch her. Wahrscheinlich wird Cormac den sowieso killen, aber auch gut. Was soll ich da ja anderes machen? So, und wie sieht's aus mit dem Eclipse-Freund? Ich glaube, der bewegt sich nicht. Deswegen, auch wenn ich jetzt schon in der Reichweite wäre, hätte der schon längst angegriffen. Und die Schlafradius bin ich auch noch nicht drin, alles klar. Habe ich ja noch ein bisschen Zeit sozusagen. Aber ich meine eigentlich, dass hier irgendwann Verstärkung kommt. Warum ist sie denn noch nicht da? Sehr, sehr komisch. Ui, du kriegst einen Schaden. Gilliam, muss ich mir Sorgen machen. Ja, okay, wenn du krittest, dann wohl nicht. Und jetzt könnte man meinen, er hat beim ersten Mal gekrittet, aber das liegt daran, weil er sowieso nur einmal angegriffen hätte. Wegen seiner Geschwindigkeit, die, ja, eigentlich, von der man eigentlich nicht reden muss, sagen wir es mal so. Okay, du kriegst 10 Schaden von dem Freund. Oh, wow, du krittest beim ersten Mal, Ephraim. Krass, ich bin überrascht. Finde ich aber gut. Da muss ich jetzt echt gestehen, da bin ich jetzt baff. Da bin ich jetzt richtig baff. Ja, okay, das war klar. Oh, ich finde es gut, dass du mit dem Langspeer angreifst. Das finde ich gut. Weil dann würde ich sagen, ja, ich würde sagen, da kriegt auch mal noch ein bisschen Vanessa noch ein bisschen was.
Ja, und das war klar, das habe ich ja beabsichtigt und du bist ausgewichen. Sehr schön, Evan. Und du bist sogar schneller als der Kavallerier. Sehr schön. Gefällt mir. Und ein schönes Level. Ja gut, ein schöner Erfahrungspunkte, sagen wir es so. Okay, der wird geheilt. Mit dem Purgativstab, alles klar. Von mir aus. Oh, und Schamane. Ah ja, und da kommen die Freunde. Auf die habe ich gewartet, sozusagen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen hier. Jetzt muss ich aber aufpassen auf Dewnail. Dewnail und Knoll. Das könnte gefährlich werden. Eieiei. Das könnte echt gefährlich werden. Deswegen muss ich mich jetzt hier ein bisschen beeilen, würde ich mal so sagen. So, aber zum ersten Mal gibt es jetzt hier eine Weiterentwicklung zu bestaunen. Darf ich mich hier hinstellen? Ja, eigentlich sonst kommt keiner hier an. Deswegen würde ich sagen, Gilliam, du kriegst eine Weiterentwicklung. Ja, und du wirst nicht zu einem Erzritter, den sehen wir später noch. Du wirst zu einem General. Wobei ich auch gestehen muss, ich finde eigentlich Erzritter jetzt auch nicht so cool. Aber das werden wahrscheinlich Forde, wahrscheinlich so ein Erzritter oder Keil. Und wir haben den guten General General Gilliam. Wie wir es ja schon auch im anderen hatten. Und er kann jetzt auch Schwerter und Äxte verwenden. Haben wir ja schon mal im vorletzten Part gesehen. Ja, so ein Freund, was so ein General ist schon ziemlich richtig krass. Aber gut. Der Schaden würde mir nicht gefallen, wenn du den kriegst. Der Schaden, den du da reinbekommst, wird mir nicht gefallen. Aber ich mach's jetzt trotzdem. Ja, natürlich. Natürlich trifft er. Das sind so geringe Raten eigentlich, aber natürlich trifft er dann dennoch. Bäh, doof. Naja, gut. Dann, würde ich sagen, ihr bewegt euch schon mal in die Richtung hin. Und dich brauche ich hier auch definitiv. Und auch meine ganzen anderen Units. Wobei, ich habe gerade gesehen, hier gibt es gerade gleich da oben noch schön lecker Erfahrungspunkte dann für sie dann gleich. Ja, doch, dann mache ich das mit dir. Und dem Langspeer. Wenn da diese Schamanenfreunde kommen, mache ich das mit Vanessa. Weil sie kriegt ja nicht viel Resistenz. Oder sie hat ja genug Resistenz, um die abzuwehren. Wobei ich dann auch wohl sehe, dass ich die gute Walküre, unsere Walküre Natascha, noch zum Heilen schicken werden darf. Ja, und du, Mann, das machst du dann wieder, Cormac. Boah, nee, das ist mir eigentlich schon fast eine Verschwendung, muss ich gestehen. Das mache ich dann mit der Stahllanze. Das ist mir, tut mir leid, aber das ist mir dann doch schon eine halbe Verschwendung. Mit dem Drakusspeer. Dann mache ich das lieber so. Stecke ich zwar die zwei Schaden ein, aber ja. Ich werde eh von niemandem angegriffen, also von daher. So, habt ihr schon euren Support? Nee, leider noch nicht. Aber ich würde sagen, ja, nur damit ich nicht in der Reichweite von dem Typen stehe. Wobei Arthur natürlich auch eine gute Idee wäre zu heilen, aber ich mache es sicherheitshalber bei Vanessa. Und wie gesagt, ich muss gleich gucken mit Dewnail und Knoll, dass ich die schnell da wegbekomme. Oh, so ein Rettungsstab wäre natürlich richtig cool, aber den habe ich leider nicht. Noch nicht. Ich denke, den kriegen wir zwar noch irgendwann bald, aber leider noch nicht. Oh, ich sehe schon, die bewegen sich alle zu Dewnail. Oh Gott. Und dann muss Ephraim wahrscheinlich das alles auf sich kommen, zukommen lassen, weil ich muss mit Ephraim wahrscheinlich die beschützen. Eieiei. Ach so, da oben ist auch noch so ein Viech gekommen, so ein Freund gekommen, na gut. Ja, und er wird wieder geheilt. Aber ich sehe auch gerade schon wieder, müssen wir den Part beenden. Geht immer so schnell hier, wenn man so viel Spaß hat. Oh, wie viel kommen denn da an? Ich merke auch gerade, warum bist du da oben nicht, Arthur? Du könntest da sehr, auch eine gute Idee sein, wenn ich dich da mal hinstelle. Aber gut, weiter im nächsten Part. Wenn ich mich immer hier zügeln muss, hier die Parts zu beenden. Naja, gut. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake.